Hallo Leute, willkommen bei der Sims Mobile Internet-Ikone-Mission. Dies ist Teil 4. Ja, und wir haben jetzt das Voll-im-Geschäft-Ereignis geschafft. Okay. Und dann sehen wir gleich mal, wie es weitergeht. So. Belohnungen abholen. Oh, noch eine To-Do-Liste. Na, das ist natürlich ganz schön dreist. Kurz hintereinander zwei To-Do-Listen. Ich hoffe, da kommt nicht noch eine dritte, weil sonst ist das ja kaum zu schaffen. Da muss ich dann gleich, wenn der Tag umschaltet, nochmal eine Runde machen. Und jetzt gucke ich mal, ob ich schon jemanden zu so einem besonderen Ereignis geschickt habe. Lange Übungseinheit. Fitness-Bootcamp. Okay, gut. Sie ist schon beim Fitness-Bootcamp beschäftigt und ich hoffe, dass, wenn es umschaltet, das ist meistens um 3 Uhr, dass sie dann fertig ist. Vielleicht gehen wir da mal hin und gucken mal, wie lange sie noch braucht. Oh, sie braucht nur noch 18 Minuten. Dann gehen wir mal schnell wieder weg, weil sie soll ja erst fertig werden, beziehungsweise ich will sie dann erst abhaken, wenn der nächste Tag angefangen hat. Denn die aktuelle To-Do-Liste, die ist ja vollständig abgeschlossen. Da müssen wir also auf den nächsten Tag warten. Gut, dann mache ich hier jetzt mal einen Zwischencut. Und sobald der nächste Tag ist und ich die To-Do-Liste abarbeiten kann, die neue, mache ich hier weiter. So, jetzt ist ein neuer Tag angebrochen und ich habe eine neue To-Do-Liste. Leider habe ich es heute Nacht nicht geschafft, die abzuarbeiten. Da war ich einfach zu müde. So, dafür gibt es jetzt viel zu tun. Gut, gucken wir hier nochmal, was hier gesagt wird. Ja, weitere tägliche To-Do-Liste abschließen. Okay, das werde ich jetzt mal machen. Moritz hat wohl sowieso nichts zu tun. Dann soll der doch einfach mal hier zwei persönliche Ereignisse. Oh, die sind schon befreundet. Na, dann nehme ich lieber hier einen Unbekannten, weil das geht schneller, diese persönlichen Ereignisse. So, du kriegst mal einen Cool-Sticker und dann stellen wir uns hier mal freundlich vor. Ja, und dann machen wir hier eine Freundschaft beginnen, denn das geht immer schön schnell. So, ja, ja, lauft mal nicht weg. Ihr könnt euch hier mal an den Tisch setzen, da gibt es immer ordentlich Punkte für. Jawohl. Und einen Tee trinken wäre vielleicht gut. Hier, trinkt man Tee zusammen. Ja, das ist doch ein guter Anfang für eine Freundschaft. Und dann könnt ihr vielleicht etwas zu viel preisgeben. Bedenkt, dass ihr euch noch gar nicht kennt. Und faulenzen ist immer gut. Also nicht immer, aber ein bisschen faulenzen ist oft ganz gut. So, das war's schon. Und dann haben wir hier ja noch ein Kind. Da ist er, genau, der kleine, süße. Später wählen. Weil dann können wir mit der nochmal so ein schnelles Ereignis machen. Und eine echte Herausforderung ist zwar immer eine Herausforderung, geht aber auch schön schnell. Jawohl. So, oh, der Stuhl ist kaputt. Jetzt ist er wieder heile. Nun lies mal eine Geschichte vor. Ich fände es ja eigentlich schön, wenn er das Kind auf den Schoß nehmen würde beim Vorlesen. Aber das ist vielleicht schwierig umzusetzen. So, aber umarmen kannst du ihn nochmal. Okay, und schon fertig. Dann haben wir schon unsere... Mal gucken, wie die heißen. Beziehungs- oder Familienereignisse heißen die. Okay, das können wir mal abholen. Jetzt. Einen habe ich doch, glaube ich, schon geschickt, um so ein
Fitness-Bootcamp, genau, um ein besonderes Ereignis zu machen. So, das ist dann schon fertig. Wenn man das hat, geht so eine To-Do-Liste eigentlich recht flott. Hier kannst du jetzt den Sticker verteilen. Jawohl. Und da laufen noch welche rum. Kannst noch einen Sticker verteilen. Der sieht auch lustig aus. Und die rennen hier alle rein. Ah, das ist der, den wir eben hatten. Da sitzt noch eine. Oh. Die hat keinen blauen Plumbob. Na, versuch es mal mit dem hier. Jawohl. Ja, sagen wir mal einfach vielleicht Retro. Jawohl. Dann hätten wir das auch erledigt. So, das besondere Ereignis. Und die Sticker. Und ja, wir können sie bei der Gelegenheit einfach auch umstylen, weil umstylen muss ja auch immer sein. Vielleicht kriegt sie einfach andere Schuhe. So, da muss man nicht viel nachdenken. Ich gebe ihr mal gelbe Schuhe, weil das Top ist auch gelb. Und die kann ich ja dann morgen wieder zurückändern, wenn ich dann dran denke. Okay, die anderen müssen hier noch ihre Übungseinheiten fertig machen. Ah, unser kleiner Zockel hat Geburtstag. Nein, jetzt nicht in Rente gehen. Du wirst noch gebraucht für dieses Ereignis. Aber wenn der kleine Zwockel groß geworden ist, dann. So, du kannst auch mal deine Übungseinheit abschließen. Ja, dann haben wir wieder was zusammengekriegt. Das Handwerk haben wir gemeistert. Die Typveränderung. Oh, sechs Ereignisse abschließen. Ja, dann machen wir doch einfach nochmal den lehrreichen Augenblick mit dem kleinen Yannick. Stell ihm mal eine Matheaufgabe. Jawohl. Und halte eine motivierende Ansprache. Das wird schon wieder, mein Kleiner. Ja. Dann kannst du ihm auch was vorlesen oder erzählen. Eine Abenteuergeschichte. Dann könnt ihr zusammen Spielzeugwerbung anschauen. Na, das ist doch auch mal lustig. So. Gut. Okay. Jetzt brauchen wir noch die Lifestyle-Verbesserung und das Zuhause verschönern und den Fernseher reparieren. Okay, gucke ich mal. Ja, wenn ich hier jetzt einen Stuhl kaufe, der bringt dann zwar was für das Geld, das wir ausgegeben haben. Das mache ich jetzt aber trotzdem mal. Bringt aber vermutlich keine Lifestyle-Verbesserung, weil ich den Stuhl schon hab. So. So. Okay. Jetzt gucken wir gleich mal. Ja, das ist nur das eine. Aber ich könnte dann auch was kaufen, zum Anziehen beispielsweise. Gucken wir mal. Ja, die ist eigentlich schon recht schick angezogen. Ich guck mal, ob es vielleicht eine Frisur gibt, die mir gefällt. Und die bezahlbar ist. Ich meine, sie sieht ganz witzig so aus. Die hier. Die mag ich sehr gern. Die möchte ich mir leisten. Und sie steht ihr auch ganz gut. So, und das ist dann bestimmt eine Lifestyle-Verbesserung. So. Oh. Jetzt habe ich hier aus Versehen mein Spiel zugemacht. Dabei wollte ich hier nur das. So.
Das erstelle einen Sim zu machen. Oh, jetzt sind wir Diplom-Inneningenieur und können noch einen neuen Raum kaufen. Da sollte ich, wenn diese Mission fertig ist, wirklich mal eine Umbaureihe machen. Fällt mir bei dem hier ziemlich schwer, weil mir gefällt das eigentlich ganz gut so. Aber wenn ich dieses Hobby schaffe, dann brauche ich ja auch einen neuen Raum für diese Internet-Ikone und so weiter. So. Ah, hier muss ich erst noch da und jetzt hier. Und dann ist der Missionsteil fertig. Sehr gut. Verdienen wir uns ein paar Sim-Tickets? Sim-Tickets verdienen. 20. Uiuiuiuiuiui. So viele Sim-Tickets verdienen. Das ist relativ heftig. Da muss ich ziemlich viele so Personenereignisse machen. Wie gut, dass die alle gerade nicht arbeiten. Hier, komm, komm. Lernt euch mal kennen. Du kriegst zur Belohnung schon mal einen Sticker. Wirst freundlich vorgestellt. Und dann, na, wo ist sie? Ja, komm. So, beginnt mal eine Freundschaft. Die gehen nämlich am schnellsten. Und du lernst hier auch mal eine kennen, und zwar die da. Stell dich mal freundlich vor. Jawohl. Okay. Und beginn auch eine Freundschaft. So, jetzt komm du auch mal her und dann gucken wir mal, wer hier so rumläuft. Da ist einer. Hier, bleib hier, freundlich vorstellen. Wie gut, dass ich 4 Sims habe. Weil um 20 Sim-Tickets zu verdienen, da muss man schon ganz schön was hinkriegen. Bei diesen Freundschaftsereignissen kriegt man ja auch nicht immer die grünen Sim-Tickets, sondern oft auch die blauen und dann keine grünen. Das heißt, da muss man gegebenenfalls einige Runden mit denen machen. So, läuft hier jetzt noch jemand rum? Na, anscheinend haben wir die schon alle abgegrast. Naja, dann gehen wir jetzt mal kurz irgendwo zum Marktplatz vielleicht, gabeln dort jemanden auf und nehmen den dann mit nach Hause zum Freundschaft beginnen. Naja, der muss da bei der Arbeit bleiben, sie auch. Da, hier ist doch jemand. Dann kriegst du auch einen coolen und freundlich vorstellen. Ja. Und dann beginnen wir eine Freundschaft. So. Ich werde jetzt mit denen diese Freundschaftsereignisse durchmachen, solange wir die Energie haben. Und bis die 20 zusammengekommen sind. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mit denen allen immer keine Freundschaftsgeschichte starten, sondern immer wieder neu dieses Freundschaftbeginnen machen. Das geht am schnellsten und ist meiner Meinung nach am effektivsten. Und bis die 20 Sim-Tickets zusammen sind. Und dann fange ich mit der nächsten Episode an. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.